Hallo liebe Fans von Borussia Dortmund. Wir haben ein spannendes Projekt vor Augen. Und wir würden uns freuen, wenn du uns 2 Minuten deine Aufmerksamkeit schenkst. Was wir in den letzten Jahren erleben durften, das ist in Worten ja eigentlich kaum zu beschreiben. Geiler Trainer. Eine geile Mannschaft. Geiles Stadion. Und das hier. Vor gar nicht allzu langer Zeit stand unser Verein noch am Abgrund. Und heute schaut die ganze Welt voller Respekt nach Dortmund auf den Ballspielverein 09. Doch gerade weil wir wissen, dass Fußball eben nicht nur aus der Sonnenseite besteht, ist es wichtig, dass wir nie vergessen, wo wir herkommen und uns an früher erinnern. Alles, was wir erlebt haben, alles, was wir erleben, all das würde es nicht geben ohne unsere Gründungsväter. Keine Meisterschaften. Kein DFB-Pokal. Keine Europapokaltouren. Das gäbe es nicht. Alles das, was wir heute haben, verdanken wir 18 Männern, die am 19.12.1909 am Borsigplatz Borussia Dortmund gegründet haben. Der wichtigste Mann in den Anfangsjahren von Borussia Dortmund war Franz Jacobi. Franz Jacobi hat alle Weichen gestellt, die diesen Verein so unfassbar groß haben werden lassen. Und wir wollen ihm und auch seinen Mitstreitern ein filmisches Denkmal setzen und wollen die Geschichte von Borussia Dortmund, unsere Geschichte, verfilmen, auf DVD rausbringen und für alle Zeiten dafür sorgen, dass diese Menschen das Denkmal kriegen, was ihnen zusteht. Wir wollen dafür sorgen, dass das Erbe des Vereins bewahrt bleibt. Und für diesen Film brauchen wir deine Hilfe. Ohne deine Hilfe kann es diesen Film nicht geben. Denn das soll ein wirklich guter Film sein, professioneller Film, der richtig nach was aussieht. Dafür brauchen wir Cutter, Kameraleute, Licht. Das alles gibt es halt nicht umsonst. Um Geld bitten ist immer so ein bisschen doof. Aber wir brauchen für dieses Projekt deine Unterstützung. Wenn wir 120.000 Euro zusammen haben, dann ist sichergestellt, dass es diesen Film geben wird. Aber natürlich ist gerade bei so einem historischen Film nach oben auch keine Grenze gesetzt. Man kann unfassbar viele Sachen machen, man kann Sachen neu inszenieren, man kann die Geschichten nachspielen, wie sie damals waren. Deswegen ist jeder Euro, den wir mehr kriegen, eine Tür, die uns ganz neue Chancen öffnet. Wir wollen, dass die Geschichte von Borussia Dortmund von Borussen erzählt wird, für Borussen. Startnext ist eine Crowdfunding-Plattform. Sie hilft uns dabei, das Geld einzusammeln und dann zu verwalten. Und was gibt es für deine Unterstützung? Natürlich gibt es erstmal den Film. Es gibt die Geschichte von Borussia Dortmund als Film. Des Weiteren, je nachdem wie viel du spendest, gibt es dann vielleicht eine namentliche Nennung im Abspann oder ein T-Shirt oder du kriegst die DVD später dann zugeschickt. Und warum machen ausgerechnet wir diesen Film? Weil wir glauben, dass es Zeit wird, diesen Film zu machen und weil wir es uns auch zutrauen. Wir sind gewissermaßen vom Fach. Jan-Henrik Rusecki hat Journalismus und Geschichte studiert. Marc Wambusch macht seit 20 Jahren Fernsehen, ist Filmemacher. Und ich beschäftige mich auch seit vielen Jahren mit der Geschichte des BVB und bin auch Journalist. Wir sind alle selber Fans von Borussia Dortmund und möchten diesen Film machen, weil uns die Geschichte am Herzen liegt und wir diese Geschichte einfach weitererzählen wollen. Falls wir dich jetzt gepackt haben, dein Interesse geweckt haben, dann geh jetzt sofort auf www.franz-jacobi.de und dort findest du alle weiteren Informationen und du wirst sehen, wie du uns konkret helfen und unterstützen kannst. Wir wünschen uns und hoffen, dass sich ganz viele Schwarz-Gelbe einbringen für unser gemeinsames Projekt. Also mach du bitte mit. Dankeschön schon mal fürs Zuhören und ich hoffe, du hilfst uns. Du bist dabei. Wir sind alle am Borsigplatz geboren. Haben früh schon doch für alle Zeiten unser Herz verloren. Wir spürten, dass egal wohin die Fußballwelt sich dreht, Borussia Dortmund niemals untergeht.